Am 8. Mai 1945 ging der sogenannte Zweite Weltkrieg zu Ende. Seit dieser Zeit, also inzwischen über 60 Jahre, wird der Weltbevölkerung in gebetsmühlenartiger Wiederholung beigebracht, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat und demzufolge für die daraus entstandenen Schäden auch verantwortlich ist. Tatsächlich marschierte Deutschland am 1. September 1939 in Polen ein. Aber warum marschierte Deutschland eigentlich in Polen ein? Deutschland schrie zu seiner Verteidigung schon damals in alle Welt hinaus. Uns bleibt gar keine andere Wahl. Wir müssen unseren deutschen Volksgenossen in Polen schützend zu Hilfe kommen und sie retten, weil man dort bereits 50.000 Deutsche in Konzentrationslager verschleppt und über 3.800 ermordet hat. Doch dieser Schrei deutscher Notwehr und Selbstverteidigung verhallte im Orbit gleichgeschalteter Leitmedien. Oder verhallte er womöglich in einem bereits vorgezeichneten Bild historischer Meinungsmacher? Folgendes müsste man sich mal fragen. Welches Land in gleicher oder ähnlicher Lage wie Deutschland, damals Polen gegenüber, hätte sich denn nicht seinen eigenen Landsleuten verpflichtet gefühlt, wäre ihnen also nicht zu Hilfe geeilt? Vergleicht man das Verhalten Deutschlands von damals mit heutigen US-Angriffskriegen in aller Welt, wird eines sofort und unverkennbar klar. Zumindest die stärksten Länder, die seinerseits Deutschland den Krieg erklärten, hätten an deren Stelle mit Sicherheit dasselbe getan. Die heutigen alliierten US-Angriffskriege, vom sogenannten arabischen Frühling bis zur Ukraine, legen dafür den Beweis ab. Greifen denn nicht ein und dieselben Alliierten, die damals Deutschland den Krieg erklärt hatten, auch heute zunehmend alle möglichen Länder schon im Verbund an? Und tun sie dies nicht noch, bevor ihren eigenen Landsleuten auch nur schon ein Haar in diesen Ländern gekrümmt wurde? Und reagierte Deutschland damals denn nicht nur in gleicher Weise auf die den Polen angelastete Bedrohung? Führen dieselben Alliierten denn heute nicht bereits prophylaktische, also vorbeugende Kriege, oder müsste man sogar sagen, noch immer prophylaktische Kriege? Mischen sie sich denn heute nicht sogar vor den Augen der Weltöffentlichkeit ungehemmt in alle beliebigen innerstaatlichen Konflikte fremder Länder ein, die sie in Tat und Wahrheit überhaupt nichts angehen und auch noch gegen jedes Völkerrecht ist? Es gilt bisher summarisch festzuhalten, dass die beständige Behauptung, Deutschland hätte allen umliegenden Nationen den Krieg erklärt und trage daher die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg, von eben denselben Siegermächten kommt, die bis heute noch immer menschenrechtswidrige Angriffskriege führen. Wie ist es denn möglich, dass Deutschland bis zum heutigen Tag, also über 60 Jahre später, die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg angelastet bekommt, obwohl doch eine Fülle historischer Akten von Beginn an eher das Gegenteil festhielten? Wer steht über historischen Fakten und wer kontrolliert sie? Werden historische Fakten möglicherweise sogar manipuliert? Wir haben für Sie eine historische Gesamtliste aller damaligen Kriegserklärungen gegen Deutschland mitgebracht. Beim Studieren dieser Liste stellt sich die Frage, ob diese Aufstellung nicht eher dafür spricht, dass die Verantwortung für die Ausweitung des damals lokalen Krieges zwischen Deutschland und Polen zum Weltkrieg auf das Konto der Alliierten zurückgeht. Der eigentliche Auftakt zum Zweiten Weltkrieg ereignete sich gemäß einer unzensierten Historie nämlich nicht am 1. September 1939 mit dem Einmarsch der Deutschen in Polen, sondern bereits am 24. März 1933, als die erste von nachfolgend insgesamt 58 Kriegserklärungen gegen Deutschland erging. Die allererste damals weltweit publizierte Kriegserklärung war diejenige, die im englischen Daily Express vom 24. März 1933 zu finden war. Und nun, liebe Zuschauer, hier einmal die historische Gesamtliste aller damaligen Kriegserklärungen gegen Deutschland.
je Vergleichbares geschehen? Wurde jemals im Laufe der menschlichen Geschichte einem einzigen Volk von über 50 Nationen der Krieg erklärt, um ihm hinterher dann auch noch die Alleinschuld für alle Kriegserklärungen, die ja gegen es selbst gerichtet wurden, zuzuschreiben? Zu jener Zeit gab es auf der ganzen Erde gerade mal 60 Staaten. Bis heute, also 2014, bekommt Deutschland noch von 53 der genannten Staaten die sonst üblichen Friedensverträge verweigert. Darf man dies für einen ganz normalen Ablauf von Krieg und Frieden halten? Noch immer ist Deutschland folglich ein besetztes Land, also ein Land ohne eigene Souveränität. Dass dies so ist, bestätigt selbst der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem Interview auf YouTube. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das wusste übrigens das Grundgesetz, da steht schon in der Präambel 1949 das Ziel, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen. In der Sendung Monitor des WDR vom 19. Juni diesen Jahres wurde über diese Alliierten, die immer noch Deutschland besetzen, berichtet, dass sie alleine in Büchel in der Eifel 20 Atombomben lagern. In ganz Europa verteilt lagern nach diesem Bericht 200 Atombomben. Unterschiedlichste Autoren legten über dies Beweise, von darüber hinaus noch mindestens 100 Atomraketen und allerlei sonstigen mobilen atomaren Einsatzwerkzeugen auf deutschem Boden vor. All dies, verehrte Zuschauer, möge Sie zum selbstständigen und mündigen Denken anregen. Eine zurechtgebogene Historie wird bekanntlich nicht dadurch zur Wirklichkeit, weil sie durch die Leitmedien gebetsmühlenartig wiederholt und dadurch ganzen Völkern einverleibt wird. Wurde unsere Historie manipuliert, zensiert, entstellt? Immer mehr selber denkende Forscher behaupten, dass dies so sei. Nur durch das sorgfältige Anhören von Argumenten und Gegenargumenten kann eine möglichst objektive Meinung herangebildet werden. Wir von Klagemauer TV waren damals noch nicht mit dabei. Es bleibt uns daher nur der Weg des Anhörens und Vergleichens. Nachdem wir über Jahrzehnte hinweg nur immer die eine Seite angehört haben und zeitgleich die aktuellen kriegstreiberischen Entwicklungen in der Welt beobachten konnten, haben wir Ihnen hiermit einmal eine andere Sichtweise präsentiert. Bei der Bildung Ihrer eigenen Meinung wünschen wir Ihnen alles Gute und auch Hilfe von oben.